Ankara muss den seit rund 2 Jahren in der Türkei inhaftierten Oppositionspolitiker und Erdogan-Kritiker Selahattin Demirtas aus der Untersuchungshaft entlassen. Das urteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Demirtas war Vorsitzender der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP gewesen. Die Richter in Straßburg urteilten, die Tatsache, dass Demirtas seiner Arbeit im Parlament nicht nachkommen kann, sei ein unrechtmäßiger Eingriff in die Meinungsfreiheit und in das Recht, als gewählter Abgeordneter im Parlament zu sitzen. Seine Inhaftierung habe das eigentliche Ziel gehabt, Pluralismus zu ersticken und die Freiheit der politischen Debatte einzugrenzen.